So, herzlich willkommen zum Video. Das ist jetzt hier der nächste Teil unserer kleinen Reihe in die Einführung der theoretischen Informatik. Im letzten Video haben wir uns ja mit Wortabbildungen beschäftigt und da haben wir auch insgesamt zwei Stück schon kennengelernt. Einmal die Konkatenation, also die Verknüpfung, die Verkettung von Worten. Ja. Ja, das bedeutet, ich kann dann hier nochmal zur Erwähnung, wenn wir sagen, dass V und W Elemente unserer Menge sind, aller Wörter, dann kann ich mit Hilfe dieser Konkatenation, dieser Verkettung und dem Operator, den wir eingefügt haben, das war so ein kleiner Kreis, können wir dann das Ganze so schreiben, dass wir also die Wörter aneinander hängen können. Wenn ein solches Wort beispielsweise, wenn unser Alphabet hier folgendermaßen definiert wäre, zum Beispiel ein A, ein B. So, dann könnten wir, wenn jetzt V gleich ABB wäre und W wäre einfach AB, dann könnten wir das Ganze gemäß dieser Vereinbarung hier einfach zusammenschreiben. Das heißt also, V und W wäre dann nichts anderes als A, B, B, A, B. Das habe ich jetzt hier in Anführungszeichen gesetzt, um hier deutlich zu machen, hier soll es sich jetzt um ein Wort handeln. Ne? Und nicht einfach nur um den Bezeichner, um die Variable, die das Wort enthält. Eine weitere Abbildung, die wir jetzt kennenlernen wollen, beziehungsweise hierbei handelt es sich um eine Funktion, ist die Funktion für die Länge eines Wortes, mit der man also die Länge eines Wortes feststellt. Die Länge eines Wortes sind immer die Anzahl der darin vorkommenden Zeichen. Also als Beispiel haben wir hier das Wort V. Ne? Hier haben wir das Wort V. Das ist definiert mit A, B, B. Ne? Die Zeichen sind hier natürlich Elemente unseres Alphabets. Wir haben hier drei Zeichen, also hätten wir hier die Länge 3. Man schreibt das dann gerne so, dass man hier wie Betragsstriche ansetzt. Und schreibt dann hier zum Beispiel 3. Das Wort W besteht aus zwei Zeichen. Da haben wir also dann für W hätten wir dann hier die Länge 2. So. Hier schreiben wir jetzt eine Abbildung, eine Definition. Und zwar schreiben wir das folgendermaßen. Also Definition der Wortlänge. Der Wortlänge x, wobei x dann hier irgendein Wort wäre. Sei unser Sigma hier wieder ein Alphabet. Das sei unser Alphabet. So, dann können wir, und darf man nicht vergessen, das hier wäre die Menge wieder aller Wörter. Menge aller Wörter über diesem Alphabet, Menge aller Wörter. Und dann können wir unsere Funktion folgendermaßen definieren. Als erstes einmal für das leere Wort, das haben wir schon kennengelernt. Das leere Wort enthält keine Zeichen. Das bedeutet, es hat immer die Länge 0. Das ist die erste Festlegung. Wir definieren also hier das Ganze schon mal für das kleinste Element, also für das leere Element. Und dann geben wir eine Vorschrift an, mit der man dann induktiv das Ganze auch für andere Elemente hier bilden kann. Wenn wir jetzt hier folgenden Fall hätten, WA, na, wohlgemerkt, W ist ein Wort und A ist nichts anderes als ein einzelnes Zeichen. Da können wir hierfür ganz einfach schreiben, das ist dann, hoppla, hier müssen wir natürlich die Definitionsnotation angeben, also ein Doppelpunkt und ein ist gleich. Ne? Doppelpunkt und ist gleich ist definiert als, bedeutet das. Ne? Also mit dem leeren Wort ist das Ganze definiert als 0. Ne, weil das die Länge 0 hat. Und in dem Fall ist es definiert als 1 oder wir machen es so, doch 1 plus w. Ne. Das bedeutet, ne, wir zählen in diesem Fall dieses Zeichen hier, ne, das A, zählen wir als 1. Ne? So, gebe ich hier noch an, W, hoppla, W Element
aus unserer Menge aller Wörter. Element aus unserer Menge aller Wörter. Und A ist entsprechend ein Element einfach unseres Alphabets. Ne? Das Ganze können Sie sich auch so vorstellen, ne? Dass wir hier dann einfach schreiben, wir haben hier die Länge von W plus die Länge noch von A. So, das Ganze ist dann nichts anderes als gleich, ne? W plus 1, ne? Weil ja die Länge von A bei A ein einzelnes Zeichen ist, eben 1 ist. Ne? So, das heißt, das Ganze wird dann einfach induktiv von rechts nach links über das Ganze durchgeführt. Ne? Und es werden jedes einzelne Zeichen, ne, wird als 1 gezählt und dann einfach aufsummiert. Ne? Das wäre hier also letztendlich die Definition für unsere Funktion, die eben die Länge eines Wortes erfasst. Jetzt habe ich Ihnen ja im letzten Video schon erklärt, das war hier oben, dass ein Texteditor in der Regel den ganzen Text, den Sie hier schreiben, im Textfeld, also zum Beispiel einen Brief, ne, eine Rechnung oder sonst irgendwas, als ein einziges Wort, ne, sieht. Einen sogenannten String, eine einzelne Zeichenkette. Und auf diese Zeichenkette können wir dann die entsprechenden Operationen anwenden. Jetzt möchte ich Ihnen mal in Java zeigen, wie man so etwas realisieren kann, mit Hilfe dieser drei Abbildungen. Das werden wir machen. Dazu gehe ich hier einfach in unsere Java-Entwicklungsumgebung, der Java-Editor, stellt hier alles bereit. Habe ich schon was vorbereitet. Hier haben wir unser Feld. Da brauchen wir jetzt erst einmal ein Textfeld, ne, damit wir hier auch tatsächlich etwas angeben können. Das nenne ich ganz einfach Eingabe. Dann brauchen wir noch drei Buttons für die jeweiligen Funktionen. Für die jeweiligen Funktionen auszuführen. Ne. Und zwar sagen wir da ganz einfach, der erste Button, das soll für die Abbildung, ne, und zwar Verkettung sein, ne, also die Konkatenation, ne, dass wir also die verschiedenen Wörter miteinander verketten. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Dann gebe ich nicht den Namen. Ich nenne ihn einfach Button. So, der Text wollte ich einsetzen. Verkettung. Verkettung. Der nächste Button bekommt den Text. Da brauchen wir die andere Funktion, und zwar suchen. Wir suchen hier nach einem Tilestring. Da brauche ich im Übrigen hier noch ein Textfeld. Und zwar soll uns diese Abbildung einfach nur, wenn der entsprechende Tilestring, Substring hier drin ist, soll diese uns einfach nur eine Meldung ausgeben. Ne? Vorhanden oder nicht vorhanden. Und dann brauchen wir noch einen Button für die Abbildung zum Zählen. Ne? Zählen. Ne? Das heißt also, es soll die Anzahl der Zeichen hier gezählt werden. Das Ganze geben wir dann entsprechend aus. Ne? Also, wir brauchen hier noch ein Textfeld. Eingabe 2 nenne ich das ganz einfach. Für diesen Substring anzugeben, das brauchen wir speziell hier für diese Funktion. Ist das Zählen, das geben wir einfach über ein Label aus. Mache ich einfach hier Ausgabe hin. Beziehungsweise das hier mache ich weg, dass das Ganze hier sauber erscheint. Da könnten wir theoretisch auch die Ausgabe auch gleich für Suchen verwenden. Also dass wir hier dann angeben, wurde gefunden oder wurde nicht gefunden und so weiter. So, das wäre dann das. Dieses Textarray, was ich jetzt hier eingesetzt habe, macht einfach Folgendes. Wenn ich hier etwas reinschreibe, dann fasst dieses Array das Ganze einfach als einen einzigen String auf, als ein einziges Wort. Ne? So, dann fangen wir mal an. Wir fangen mal mit der Verkettung an. Wir fangen mit der Verkettung an. Dann sind wir hier. Also, wie müssen wir das Ganze machen? Als erstes einmal brauchen wir eine Variable, so also einen String. Ne? String nenne ich einfach Text.
ist gleich, da müssen wir das Ganze einlesen, also Eingabe.getText. Na? Mehr ist das nicht. So, dann ist schon mal der Text, also eben dieses Riesenwort, was hier drin steht, na, inklusive Leerzeichen und so weiter, befindet sich dann schon mal hier drin. So, anschließend muss ich ja fassen, na, wie viele Teilwörter sind jetzt da drin? Na? Teilwörter wohlgemerkt. Wir fassen in dem Fall die Leerzeichen dazwischen, na, als Trenner auf. Na? Die Leerzeichen dazwischen, also zwischen den Wörtern. Ich kann Ihnen das mal hier kurz zeigen, wie ich mir das vorstelle. Dauert jetzt ein klein bisschen. Und zwar, dass die Trenner, also die Leerzeichen zwischen den einzelnen Wörtern, da ab da soll getrennt werden und die Wörter sollen dann miteinander verkettet werden. Das Ganze soll dann entsprechend hier wieder ausgegeben werden. Also Beispiel, wenn ich hier zum Beispiel sowas hier eingebe, ne? So, da habe ich hier ein Wort inklusive Leerzeichen. So wird es hier von dem Textarray aufgefasst. So, ich möchte das Ganze jetzt allerdings so machen, dass diese drei Teilwörter, also diese Teile hier, miteinander verkettet werden, wenn ich hier drauf drücke. Na, das Ganze soll auch hier wieder ausgegeben werden. Dafür brauchen wir eine Methode in Java, die das Ganze splittet. Das ist ganz einfach. Hierfür brauchen wir erstens eine Wortliste. Na, Worte nenne ich das Ganze einfach. Das soll ein Array sein, ein String Array. Und das ist nichts anderes als Text.split. So, so sieht das Ganze aus. Wobei dann hier einfach entsprechend ein Platz ist, um ein Leerzeichen anzuzeigen. Na, na doch, kann ich so machen. So. Ja, ich gebe also hier dieser Methode an, dass wir als Trennzeichen ein Leerzeichen verwenden. Hier könnten Sie allerdings auch alle anderen Zeichen eingeben. Das würde auch gehen. Dann haben wir später hier in diesem Array, haben wir dann alle Wörter, die hier, alle Teilwörter, die in diesem großen Wort enthalten sind, enthalten. So, dann brauche ich nochmal eine Variable, die nenne ich einfach temp. So, und temp setze ich hier gleich auf frei. Anschließend brauchen wir eine Schleife. Und i ist gleich 0, solange i kleiner ist als die Länge des Arrays, also Worte.length, ne? Solange soll er hier entsprechend das Ganze erhöhen. Und dann soll er hier einfach Folgendes machen: Er soll mir einfach den Inhalt, ne, dieser einzelnen Wörter, beziehungsweise er soll mir einfach die einzelnen Wörter hier dazu addieren, ne? Das heißt also, es ist ganz einfach: Wir machen dann hier temp plus gleich und dann hier Worte i. Auf die Art und Weise. Wir können ja hier in Java diese Strings einfach addieren. Die werden dann einfach aneinander gehängt, ne? Und auf die Art und Weise haben wir dann schon mal hier unser neues Hauptwort, wo dann alle diese Teilwörter miteinander verkettet worden sind. Dass wir das Ganze auch hier ausgeben können, müssen wir es natürlich auch ausgeben. Das heißt also Ausgabe.setText. SetText. Oder was wir auch machen können, das ist vielleicht besser, append, dass wir die Unterschiede sehen. Also einmal unsere Eingabe und dann die Verkettung. Ne? Machen wir es so. Hier mache ich erstmal, dass ein kleiner Abstand gemacht wird. Plus und dann geben wir hier temp an. Ich hätte das Ganze jetzt hier können mit setText machen können. Das würde aber dann bedeuten, dass unsere Eingabe, die wir hier gemacht haben, dass die komplett gelöscht wird. Ne? Und dann unser Ergebnis, also letztendlich das Resultat unserer Abbildung hier reingesetzt wird. Ich möchte allerdings, dass wir unsere Eingabe, die wir gemacht haben, nochmal sehen und dann nochmal zuzüglich das Resultat unserer Abbildung. Aus diesem Grund mache ich mit append. So, das Ganze testen wir dann einmal. Und wenn jetzt alles korrekt ist, na, da haben wir einen Fehler. Ausgaben.append. Kann er nicht finden. Mal gerade schauen. Das war doch ein Textarray, was ich da verwendet habe.
Ja, Text-Array-Append kann er nicht finden. Ausgabe.append. Ah, ja. Entschuldigung, tut mir leid. Ich habe ganz vergessen, ich habe dieses Text-Array ja Eingabe genannt, ne? Sonst verwende ich das immer als Ausgabe, deshalb habe ich hier Ausgabe direkt geschrieben, ne? Und die Ausgabe habe ich ja eigentlich hier gefasst, ne? Das war ja dieses, das war ja dieses Label hier, das habe ich ja auch Ausgabe genannt, ne? So, und das Label hat natürlich keine Methode namens append, ne? Aber dieses Textfeld hat diese. So, plus und jetzt hier wieder temp und dann, hoppla, jetzt hier wieder temp und dann funktioniert das Ganze auch, ne? Da habe ich mich also einfach im Namen getäuscht. So. Also, jetzt gebe ich hier mal was an. Hallo, wie geht es euch? Ne? So. Das ist jetzt nichts anderes als ein Wort inklusive der Leerzeichen. Ne? Aber wenn wir diese Leerzeichen als Trenner uns vorstellen, haben wir hier letztendlich fünf Teilwörter. Hallo, wie geht es euch? Und durch Verketten möchte ich, dass diese Wörter zusammengesetzt werden. Ne? Habe ich jetzt drauf gedrückt, das Resultat wird uns hier angezeigt. Ne? Und tatsächlich hier wurde das Ganze entsprechend miteinander verkettet, so wie wir es auch in der Konkatenation definiert haben. Das funktioniert schon mal. So, als nächstes gehen wir zur Abbildung Suche. Da sind wir hier. Also, hier genau das gleiche wieder in Grün. Also es ist einmal müssen wir eine Variable bzw. ein String-Objekt definieren. Namens Text, wo hier der ganze String, dieses ganze Wort letztendlich aufgefasst wird. Eingabe.getText. Da haben wir das. Als nächstes, ne, müssen wir auch die zweite Eingabe hier auswerten, ne, weil hier ist ja der letztendliche Suchbegriff, ne, der Substring enthalten, nach dem wir suchen wollen. Also mache ich das hier einfach so. Substring nenne ich dich einfach. Und schreibe dann hier einfach Eingabe 2.getText, damit das unserem Programm ja auch bekannt ist. Jetzt brauchen wir eine If-Verzweigung. Ne? Und zwar können wir jetzt hier einfach auf dieses String-Objekt, da gibt es in Java eine einfache Methode, Text.contents, ne, nennt sich das Ganze. Ne? Text.contents, ne? Hier können wir jetzt ganz einfach, ne, diesen Substring hier übergeben. Ne, also das hier, was wir hier über unsere zweite Angabe eingelesen haben, übergeben wir hier an diese Methode Contents. Und diese Methode Contents macht nichts anderes als das, was wir in unserer Abbildung zum Suchen genau definiert haben. Die schaut nämlich jetzt, ist dieser Teilstring hier enthalten? Ne? Wenn ja, liefert sie den Wahrheitswert wahr. Wenn nicht, liefert sie den Wahrheitswert falsch. Und mit unserer If-Verzweigung kann ich darauf reagieren lassen. Da kann ich ja auch sagen, Ausgabe, diesmal bemerkt unser Label hier unten, set text, ne? Treffer, ganz billig. Und ansonsten, else, soll er ausgehen, Ausgabe.set text, ne? Nichts. Ne? Mehr soll er hier nicht ausgeben. Ne? Das macht also hier schon unsere Methode Contents. Ne? Speichern wir, wir führen das aus. Und wenn jetzt alles korrekt ist, muss es auch funktionieren. Also, da schreiben wir mal ein bisschen was rein. Na, na, na. So. Dann schauen wir mal. Und zwar, hier haben wir zum Beispiel einen schönen Substring Job, nennt er sich. J-O-P. Gehen wir mal hier ein. Wir gehen auf Suchen. Dann sagt er auch Treffer. Klar, es ist auch vorhanden. Jetzt gehen wir mal was anderes ein. Gebe ich mal Hallo ein. Ne? Das ist hier natürlich nicht enthalten. Dann zeigt er mir auch an nichts. Ne? Okay, das funktioniert schon mal. Ne? Das funktioniert schon mal. Ne? Da haben wir diese Abbildung auch hier.
realisiert. Jetzt kommt die Abbildung noch zum Zählen. Das ist unsere eigentliche Funktion. Der Unterschied zwischen einer Abbildung und einer Funktion ist der, eine Abbildung, die als Wertemenge eine Zahlenmenge hat, ne? Das ist eine Funktion. So, im Prinzip haben wir hier bei unserer Abbildung Zählen tatsächlich eine Zahlenmenge, weil hier letztendlich die Anzahl der Zeichen als Zahl wiedergegeben wird. So, 10. Wie machen wir das jetzt da? Als erstes einmal wieder, wir brauchen diesen Text überhaupt. Text ist gleich Eingabe.getText. Das wäre das, ne? Anschließend, ne, brauchen wir eine Schleife. Anschließend brauchen wir eine Schleife. Es gibt jetzt in Java, gibt es ja, das haben wir oben angewendet, gibt es ja die Möglichkeit überlängt, die Länge des Wortes zu erfassen. Das könnten wir ja machen. Wir möchten hier aber eine eigene, ne, Funktion hier letztendlich schreiben, eine eigene Methode, besser gesagt. Dazu gehen wir das Ganze durch. Int i ist gleich 0. Solange i. Oh, stopp, 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 da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich einen Fehler gemacht. Wir verwenden hier keine Vorschleife, sondern eine While-Schleife. So. Und das sage ich jetzt ganz einfach. Solange wie. Ich brauche noch eine. Zuzüglich, obla, ich brauche noch eine zusätzliche Variable, die nenne ich einfach char temp, ist nichts, ne? So, die brauche ich, dann brauche ich noch eine zusätzliche Variable, int i ist gleich 0, brauchen wir ebenfalls eine Zählervariable, dann sage ich hier nichts anderes als temp ist gleich text.charAt. Mit dieser Methode, charAt, kann ich auf die einzelnen Zeichen, die in diesem String hier enthalten sind, zugreifen. So, da übergebe ich dann einfach i. Wir müssen hier einen Integerwert übergeben, also für den jeweiligen Index. Diese Methode liefert dann das jeweilige Zeichen an unsere char-Variable. Na, dann wird das Ganze geprüft. So, anschließend müssen wir natürlich i immer wieder um 1 erhöhen. Schreibe ich so, dass es auch sicher ist. I plus gleich 1, na, immer. Und dann wird das Ganze wieder durchlaufen. Na, das heißt also, hier kommen dann die einzelnen Zeichen rein. Na. Und als Abbruchbedingung machen wir hier Folgendes. Ne. Solange wie temp ungleich, hoppala, was habe ich jetzt gemacht? So, das war falsch. Solange das jetzt ungleich 0 Querstrich 0 ist, das hier ist das Endezeichen. Ne? Das hier gibt garantiert Problemchen. So, müssen wir da nochmal hoch. So, das heißt, also, wir gehen jetzt hier durch. Ne? Die einzelnen Zeichen dieses Strings werden hier immer an temp übergeben, solange wie temp ungleich das Schlusszeichen ist. Das hier ist das Schlusszeichen. Hier weiß dann das Programm, okay, der String ist zu Ende, die Zeichenkette ist vorbei. Und genau wenn das der Fall ist, soll er uns das hier melden. So, da haben wir jetzt allerdings noch ein weiteres Problem. Der wird dann, oder es kann vorkommen, dass er über die Länge des gesamten Arrays zählt. Dieses String-Objekt hier können Sie sich vorstellen wie eine Art Array, wo die einzelnen Zeichen enthalten sind. Wenn er da jetzt natürlich drüber zählt, gibt es einen Fehler. Um das Ganze einfach abzufangen, machen wir das hier mit einem Try and Catch-Block. Das heißt also, wir fügen das hier ganz billig hier oben ein. Hier soll nichts passieren. Ne? Den Catch-Block können wir freilassen, da braucht nichts zu passieren. Und i enthält dann die Anzahl unserer entsprechenden, enthält dann die Anzahl der Zeichen. Das heißt also Ausgabe, Punkt, Set Text, Klammer auf, String, Punkt, Value of, geben wir i an. Warum so umständlich? Ganz einfach. SetText erwartet ein String-Objekt. Da wir hier allerdings eine Zahl zurückgeben, muss ich die vorher in einen String konvertieren. Das mache ich mit Value of und übergebe i. Gibt es für die verschiedenen Werte, für Integer-Werte, für Double-Werte, für Flat-Werte und so weiter. Also nochmal.
Diese Schleife macht nichts anderes, als durch die einzelnen Zeichen durchzugehen, des Strings. Ne? Und zwar so lange, bis das Zeichen, was gelesen wird, das Leer, nicht das Leerzeichen ist, das Schlusszeichen ist, ne? Das Nullzeichen ist. Dann weiß das Programm, okay, String ist beendet. Ne? Problemlich ist jetzt allerdings, er zählt dann hier weiter. Das heißt, dass also wir kommen hier über die Länge des entsprechenden Strings und dass das Ganze entsprechend abgefangen wird und es keine Probleme gibt. Haben wir das Ganze in einen Try-and-Catch-Block gesetzt. Das testen wir jetzt mal. Wenn es keine... Oh, es hat schon ein Problemchen gegeben. Ja. Dann muss ich hier noch ein Leerzeichen dazwischen machen. Das kennt er nämlich sonst nicht. Ne? Aha. Jetzt haben wir hier wieder ein Problem. Klaus. Da macht er mir ein Problem. Da macht er mir ein Problem. Schreiben wir das mal so. So, nochmal das Ganze. Das korrekt so. So, Problem, was wir da hatten, ich habe hier aus Versehen diesen Slash, diesen Querstrich hier, habe ich falsch gesetzt. Ich habe den hier verwendet. Ne? In Wirklichkeit hätte ich den hier verwenden müssen. Ne? Das war das Problem. Das Ganze funktioniert auch jetzt. Müssen wir mal schauen. So, hier sind wir schon. Also, ich gebe jetzt hier etwas ein, und zwar geben wir mal Hallo ein. Hallo besteht aus 5 Zeichen, das weiß ich. Gehen wir auf Suchen. Na, ja, da habe ich auf die verkehrte Funktion gedrückt. Na, ich wollte eigentlich auf Zählen drücken. Treffer hatte ja angezeigt, weil hier jetzt nichts angegeben war und das leere Wort ist hier natürlich mit dabei. Ich gehe auf Zählen, dann zeigt er mir 5 an. Da können wir zum Beispiel noch ich angeben. Mit Leerzeichen sind es dann nochmal 4, dann sind wir bei 9. Na, das funktioniert also auch. Na. Okay, so können wir uns das Ganze dann hier vorstellen, wie das Ganze programmiertechnisch aussieht. Wenn Sie noch Fragen zum Thema haben, können Sie die Fragen natürlich wie immer gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt über YouTube per E-Mail. Wenn Sie bei YouTube nicht registriert sind, können Sie sich natürlich auch über Facebook an mich wenden. Ich würde mich noch über ein Abonnement freuen und bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank.